Kapitel 26 Greifer. Es war der heftigste Streit, den sie je gehabt hatten. Hermione wusste nicht mehr genau, wer angefangen hatte und wie alles derart aus dem Ruder laufen konnte, doch das Ergebnis war, dass Harry und Ron sich gegenüberstanden und sich laut anbrüllten. Hermione hatte zu Beginn des Streits versucht, die beiden zur Vernunft zu bringen, doch dann hatte sie den Fehler begangen, für jeweils denjenigen Partei zu ergreifen, der in dem umstrittenen Punkt ihrer Meinung nach im Recht war. Und das war meistens Harry. Das brachte Ron nur noch mehr in Rage und er schrie sie beide an. Dann entschuldigte er sich bei Hermione und schrie wieder nur Harry an, um wenige Minuten später doch wieder sie beide anzuschreien. Hermione wusste längst nicht mehr, worum es in dem Streit eigentlich ging. Eigentlich stritten sie nicht einmal um ein bestimmtes Hauptthema, sondern waren längst dazu übergegangen, sich gegenseitig die Schuld für längst vergangene Dinge in die Schuhe zu schieben. Doch im Gesamtergebnis ging Hermione davon aus, dass Ron unzufrieden mit Harrys und Harry unzufrieden mit Rons Untätigkeit war. Sie waren gerade dabei, sich darüber anzuschreien, dass mindestens einer von ihnen nicht einmal einen Finger rührte, um wenigstens den Haushalt im Zelt am Laufen zu halten. Hermione wusste sehr genau, wer das war, als sie genug bekam. Sie konnte es nicht mehr hören. Ihr letzter Versuch, die beiden auseinanderzubringen, blieb ihr im Hals stecken und sie stürmte nach draußen. Das Zelt stand seit diesem Morgen an einem kleinen See in einem abgelegenen Wäldchen und Hermione kümmerte sich nicht darum, in welche Richtung sie lief. Zu gerne hätte sie nun von ihren eigenen Schutzzaubern Nutzen gezogen, um ihren Lagerplatz und die Jungs weder sehen noch hören zu müssen, doch da sie sich in die Banne eingeschlossen hatte, war dieser Wunsch zwecklos. Ziellos lief sie am See vorbei in den Wald und ließ sich an einem Baum auf den Boden fallen. An den Stamm angelehnt, vergrub sie das Gesicht in den Händen. Ging das immer so weiter? Konnten diese beiden verdammten Streithähne nicht einmal im Krieg zusammenhalten? Während all der Jahre in Hogwarts hatte sie so manchen Streit ihrer beiden Freunde miterlebt und meistens waren beide lange Zeit nachtragend gewesen. Doch sie hatten sich immer wieder vertragen. Daran hatte Hermione während der Schulzeit nie gezweifelt. Doch jetzt, hier draußen, schien es ihr, als würde jeder Streit die Freunde ein Stückchen weiter zerbrechen, als seien die Wunden, die er verursachte, hier draußen nicht mehr heilbar wie in der Schule. Ihr Gesicht verzog sich und sie blickte unter Tränen auf, als sie ihren Namen hörte. Ron und Harry suchten nach ihr. Sie würden den ganzen Wald auf sich aufmerksam machen, wenn sie sofort fuhren. Doch es kümmerte sie nicht. Schweigend blieb Hermione sitzen und lauschte, wie die Stimmen ihrer Freunde leiser wurden, als sie in die andere Richtung liefen. Bald war es wieder totenstill. »Hermione«, flüsterte sie zu sich selbst und starrte auf den Boden. Jetzt, wo sie die Stimmen ihrer Freunde nicht mehr hören konnte, vermisste sie sie fürchterlich. Hatten sie die Suche inzwischen aufgegeben oder liefen sie immer weiter von ihrem Zeltplatz weg? Was, wenn sie in Gefahr gerieten? Hermione wollte aufspringen, um ihren Freunden hinterherzulaufen, als ein Geräusch sie innehalten ließ. Kerzengerade blieb sie mit dem Rücken gegen den Baum gedrückt sitzen und lauschte. Vielleicht ein Tier? Nein. Das waren menschliche Schritte. Gott sei Dank. Ron und Harry waren zurück in ihre Richtung gekommen und hatten aufgehört, nach ihr zu schreien, um keine Aufmerksamkeit von zufällig vorbeikommenden Spaziergängern zu erregen. Sie beeilte sich aufzustehen und sich das Laub von der Hose zu wischen. Gerade als sie hinter dem Baum hervorkommen wollte, um Harry und Ron entgegenzulaufen, ließ eine Stimme sie zur Salzsäule erstarren. Im Wald hinter ihr waren nicht Harry und Ron. »Die Stimmen kamen aus dieser Richtung«, knurrte eine harte Männerstimme und Laub raschelte, als sich der Besitzer der Stimme in Bewegung setzte. »Sollen wir den ganzen Tag diesen verdammten Wald absuchen?«, entgegnete eine jüngere Stimme mürrisch. »Wir wissen doch nicht mal, wonach wir suchen.« »Und ich sage dir, ich habe Stimmen gehört«, erwiderte der andere Mann etwas lauter. »Das ist genau die Sorte Wald, in der sich dreckige kleine Schlammblüter vor uns verstecken. Hier gibt es meilenweit absolut nichts. Nicht einmal eine Dorfkapelle, in der sie beten können.« Der letzte Laut war von einem heiseren Lachen begleitet und Hermione wagte kaum zu atmen, als die Angst alles in ihr gefrieren ließ. Wie lange würde es dauern, bis sie entdeckt wurde? Wie hoch standen ihre Chancen, die zwei Männer zu besiegen, sollte sie eine Chance haben, zu kämpfen? Wie konnte sie sicher sein, dass es nur zwei waren?
Ein Ast stach ihr von hinten in den Rücken, so fest drückte sie sich an den Stamm, doch sie merkte nicht einmal, wie er in ihre Haut drückte und ein Loch in ihrer Bluse hinterließ. Alle ihre Sinne waren auf die beiden Männer in ihrem Rücken ausgerichtet. Die beiden stritten noch immer über die Notwendigkeit, in diesem dreckigen, stinkigen Wald herumzurennen, Person 2, um hässliche kleine Schlammblüter, Person 1, zu fangen. Hermione zählte in Gedanken die Sekunden und wog ihre Chancen ab. Millimeter für Millimeter schob sie ihre Hand in Richtung ihrer Innentasche und tastete nach ihrem Zauberstab. Wenn sie nur wüsste, in welche Richtung die beiden sahen. Beinahe sog sie scharf die Luft ein, als ihr ein völlig verrückter Einfall kam. Was, wenn es ihr gelingen würde? Endlich hatte sie die letzten 2 Millimeter bis zu ihrem Zauberstab überwunden und zog ihn lautlos hervor. Darauf bedacht, so wenig Bewegungen wie möglich zu machen, beschwor sie stumm einen Handspiegel hervor, den sie gerade noch rechtzeitig zu fassen bekam, bevor er zu Boden fiel. Es war bei weitem der hässlichste Spiegel, den sie je gezaubert hatte, krumm und voller schwarzer Flecken auf dem Glas, doch er musste ausreichen. Zum Himmel betend, dass sie ihn nicht gerade gegen die Sonne hielt und die Männer mit der Reflexion auf sich aufmerksam machen würde, drehte sie ihn vorsichtig so weit, bis sie an ihrem schützenden Baumstamm vorbeisehen konnte und die beiden Männer im Glas fand. Es waren keine Todesser, die sie kannte, eher sahen sie aus wie Männer, die Voldemort noch nicht einmal in seine Nähe lassen würde. Sie trugen lange, schwarze Umhänge mit herunterhängenden Kapuzen wie die Todesser, doch ihr Auftreten war stümperhaft. Hätten sie wirklich etwas im Kopf, würden sie nicht dort stehen und streiten, sondern ihre Hintern in die Richtung bewegen, aus der die Stimmen gekommen waren. Stattdessen taten sie das, was Hermione sich mehr als alles andere gewünscht hatte. Sie standen mit dem Rücken zu ihr und waren voll und ganz mit sich selbst beschäftigt. Ihr Herz schlug schneller, als ihr klar wurde, was sie gleich tun musste. Die Männer durften sie auf keinen Fall sehen. Es musste schnell und leise geschehen. Sie durften nicht einmal merken, was geschah. Ohne noch weiter darüber nachzudenken, drehte Hermione sich hinter dem Baum hervor und schoss die Schockzauber ab, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Die Männer sackten in sich zusammen wie Sandsäcke. Hermione war so schnell gewesen, dass der Zweite nicht einmal mehr Zeit gehabt hatte, sich umzudrehen, um nach der Ursache zu suchen, durch die sein Kumpane zu Fall gebracht wurde, als der zweite Zauber ihn bereits im Rücken traf. Hermione warf keinen weiteren Blick auf die beiden und rannte los. Schwitzend und stolpernd erreichte sie 5 Minuten später das Zelt, doch dieses war leer. »Verdammt«, fluchte sie, und im selben Moment wunderte sie sich, woher sie jetzt noch die Energie nahm zu fluchen. Ron und Harry waren noch im Wald, auf der Suche nach ihr. Am liebsten hätte sie sich auf den Boden geworfen und angefangen zu weinen. Wie hatte sie ihre Freunde nur in eine solche Situation bringen können? Während sie ihren Zauberstab auf das Zelt richtete, um es einzupacken, begannen die Tränen doch zu fließen. Nun war es ihr egal, sie musste nach ihren Freunden rufen. Zum Himmel betend, dass die beiden Männer wirklich alleine und immer noch ohnmächtig am Erdboden lagen, begann sie zu rufen. Dabei lief sie in die Richtung los, in die Rons und Harrys Stimmen zuvor verschwunden waren. Sie rannte etwa eine halbe Stunde, bevor sie tränenüberströmt in Harrys Arme fiel. Schnell hatte er Ron herbeigerufen, und noch bevor einer von beiden eine Chance hatte zu fragen, was passiert war, packte sie Rons und Harrys Arm und drehte sich auf der Stelle. Kaum war das erdrückende Gefühl der Apparition verschwunden, ließ sie beide los, als hätte sie sich verbrannt, und sackte erschöpft zu Boden. Keiner ihrer beiden Freunde schaffte es, sie an diesem Nachmittag zu beruhigen. Der Streit schien vergessen, beide waren zu aufgelöst von dem, was Hermione ihnen erzählt hatte, und von dem Gedanken, sie beinahe verloren zu haben. Beim Abendessen herrschte überwiegend Schweigen. Harry hatte sich bereit erklärt, etwas zu essen zu suchen, nachdem sie ihr Lager auf einem freien Feld aufgeschlagen hatten, und kehrte nicht ohne Stolz mit einem großen Korb voller Kartoffeln zurück. Es war der erste Abend, an dem sie alle zusammenarbeiteten. Ron half Hermione, die Kartoffeln zu waschen und die Erde abzuschrubben, während Harry sich um ein Feuer kümmerte. Es dauerte lange, bis es so weit heruntergebrannt war, dass sie die Kartoffeln in die Glut legen konnten. Doch als sie einmal satt und zufrieden um das Feuer herum saßen, hatten sie das Gefühl, ein Festmahl genossen zu haben. Die übrigen Kartoffeln bewahrten die Freunde in dem alten Campingkessel auf, den sie zum Kochen benutzten.
Ron trat freiwillig die erste Nachtwache an, nachdem sie gemeinsam aufgeräumt hatten, und bald darauf kroch Harry müde ins Bett. »Du solltest dich auch hinlegen, Hermione«, sagte er noch mitfühlend, als er sah, dass seine Freundin keinerlei Anstalten machte, vom Boden aufzustehen, und schloss die Augen. Hermione jedoch war noch lange nicht in der Lage, sich schlafen zu legen. Ihr geisterte viel zu viel im Kopf herum. Noch immer sah sie die beiden Männer im Wald vor sich, und verschiedene Szenarien, wie es hätte ausgehen können, wenn sie weniger Glück gehabt hätte, ließen sie nicht los. Doch das Schlimmste war, dass sie es gewesen war, die ihre Freunde in Gefahr gebracht hatte. Nicht, weil sie aus dem Zelt gelaufen war und die beiden Jungs deshalb nach ihr rufen mussten, sondern weil sie wochenlang zu viel preisgegeben hatte. Noch kämpfte sie gegen den Impuls, das Buch herauszunehmen und dem Fremden zu antworten, doch kurz darauf verlor sie diesen Kampf. Ohne auch nur zu ihrer Tasche zu sehen, fanden ihre Hände wieder wie von selbst den abgegriffenen Einband, und einige Augenblicke später lag das Buch aufgeschlagen auf ihrem Schoß. »Ich bin ein Todesser«, leuchteten ihr die alten Buchstaben noch immer entgegen, als ob sie das nicht wüsste. Sie verzog kurz das Gesicht, dann tauchte sie ihre Feder in die Tinte und setzte auf. »Do you think I am easier to be played on than a pipe?« Sie hatte gar nicht groß nachdenken müssen für diesen Satz. Sie war wütend, und diese Wut ließ Verse wie Kanonenkugeln aus ihrer Feder schießen, wenn sie es wollte. Zwar wollte sie sich gleichzeitig ohrfeigen dafür, dass sie sich doch wieder zu einer Antwort herabgelassen hatte, anstatt das Buch endlich zu verbrennen, doch irgendwas hielt sie zurück. Möglicherweise würde auch der andere irgendwann einen Fehler machen, der dann wiederum ihr einen Vorteil verschaffte. Natürlich war diese Begründung Humbug. Eigentlich war es ihr dummer Kopf, der die Shakespeare-Abende vermisste, an denen sie noch geglaubt hatte, so etwas wie einen Verbündeten zu haben. Diese Erinnerung allein hielt sie davon ab, das Buch zu vernichten, doch das konnte sie nicht einmal sich selbst eingestehen, und in diesem Moment war sie tatsächlich einfach nur rasend wütend auf den fremden Todesser. Und noch wütender machte sie seine Antwort. »What's my dear Lady Disdain? Are you yet living?« Hätte sie gekonnt, so hätte sie in diesem Moment Gift gesprüht. Es bereitete ihm also auch noch diebisches Vergnügen, sie zu verspotten, nachdem er ihr zwei Todesser auf den Hals gehetzt hatte. Hermione musste sich zurückhalten, nicht wütend zu schnauben und damit Harry zu wecken. Schnell ließ sie ihre Feder über das Papier fliegen. »Wenn du dir etwas anderes wünschst, musst du dir schon etwas Geschickteres einfallen lassen als zwei vertrottelte Möchtegern-Todesser im Halloween-Kostüm.« Die Halloween-Kostüme hatten ziemlich echt ausgesehen, aber das sagte sie ihm nicht. Auch von der Angst, die ihr bis in alle Glieder gekrochen war, durfte er nicht erfahren. Er sollte wissen, dass er mit ihr kein derart leichtes Spiel hatte. Doch wie immer ließ sich der andere von ihrem Spott nicht behelligen. Stattdessen bekam sie immer stärker das Gefühl, selbst verspottet zu werden, und das machte ihr Angst. Hatte der Fremde womöglich gar nicht geplant, sie heute schon in die Falle tappen zu lassen, sondern machte sich tatsächlich einen Spaß daraus, mit ihr zu spielen wie eine Katze mit der Maus? Sie immer wieder entwischen zu lassen, um sie letztendlich umso härter zu Fall zu bringen? Verärgert blickte sie auf seine Antwort. »Pardon, my lady, ich fürchte, ich kann nicht folgen.« Wütend schlug sie das Buch wieder zu. Seinen Sarkasmus konnte er sich sonst wohin schieben, als ob er nicht wüsste, wovon sie sprach. Wutschnaubend stopfte sie das Buch achtlos zurück in die Tasche und kroch ins Bett, um in einen tiefen und traumlosen Schlaf zu sinken.